Hey da, was geht ab Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu den Magic Spectern. Lang ersehntes und bereits gefürchtetes Deck. Zumindest bevor die Cosmos bekannt gegeben wurden, beziehungsweise erschienen sind als TCG Exclusive. Da die ja ein sehr, sehr gutes Matchup gegen die Magic Spectre haben. Die haben eigentlich kein Out gegen Forerunner und Destroyer. Und seitdem hört man von Magic Spectern eigentlich nicht mehr so viel. Kein großer Hype mehr um die herum, aber wir schauen sie uns heute trotzdem natürlich mal an. Die kommen aus dem Set Dimension of Chaos, das dieses Wochenende sneakert. Wir werden natürlich dabei sein, Funtime in München, versuchen ein paar Sachen zu drehen, Vlog und noch ein paar andere Projekte. Und noch ein paar Videos zu dem neuen Set werden auch noch erscheinen, wie ein paar interessante Karten aus dem Set, die wir uns genau angeschaut haben. Und natürlich wieder eine Top 10 der besten und höchstwahrscheinlich teuersten Karten, die euch dann helfen werden, auf der Sneak ein bisschen zu geiern, ein bisschen zu tauschen. Und ja, wie gesagt, Dimension of Chaos. Da kommen noch ein paar andere Decks heraus. Gradle zum Beispiel haben wir schon ein Review gemacht. Und eben noch mehr Cosmo Support, der richtig krass ist, richtig gehypt ist. Möglicherweise machen wir noch ein Cosmo vs. Magic Spectre Duell. Wir werden sehen. Also beim letzten Mal haben wir es nicht hinbekommen zeitlich. Psyframe gegen Speedroid. Diesmal sieht es auch eher schlecht aus. Also ich will euch nichts versprechen, aber wir versuchen Duell zwischen den zwei Decks, Cosmo und mit dem neuen Support und dann Magic Spectre durchzuführen. Also die Magic Spectre sind alle Magier und Wind, haben hauptsächlich Level 3 und 4. Außer einer von denen, der ist sozusagen eine Art Bossmonster, der hat 5 oder 6 oder sowas. Und die können halt alle nicht getargetet werden und auch nicht zerstört werden vom Gegner, außer durch Kampf. Also durch keine Karteneffekte, nur durch Kampf können die halt zerstört werden. Und jeder von denen kann sich was searchen, falls er normal oder spezial beschworen wird. Klingt natürlich richtig krass auf den ersten Blick, aber wir schauen uns jetzt genau an, ob es eben wirklich so krass ist und was die Karten alle genau können. Also die Magic Spectre haben 11 Karten, wobei das Exceed ich nicht unbedingt dazu zählen würde, hat halt Magic Spectre im Namen, aber ist nicht unbedingt rein Magic Spectre Themendeck bezogen. Und die haben halt 6 Monster, wie gesagt dieses eine Exceed, dann dieses eine Bossmonster mit höherem Level und dann 4 Normal Summon Monster, 2 Level 3 und 2 Level 4er. Dann haben die 3 Zauberkarten, eine Spielfeldzauberkarte, eine normale und eine Schnellzauberkarte und 2 Fallen, eine davon halt die Konterfalle, was relativ häufig jetzt für die Themendecks ist, dass die ihre eigene themeninterne Konterfalle bekommen. Also erste Karte, Magic Spectre Cat, Level 3, Spellcaster, Wind, Pendulum Skala 2. Und kein Pendulum-Effekt, also die haben alle keinen Pendulum-Effekt, was halt, obwohl es halt kein Effekt ist, sogar ein Vorteil ist, gegenüber zum Beispiel Clifford oder so. Da Clifford zum Beispiel sagt, dass die nur Clifford-Monster pendeln können und da die Magic Spectre das nicht haben, können die zum Beispiel ein paar Support-Karten spielen, wie zum Beispiel Eccentric Archfiend. Gute Karte, wird wahrscheinlich steigen, holt sie euch an. Und der Effekt von Magic Spectre Cat: wenn der genommen oder gespecialt wird, kannst du den Effekt in der Endphase aktivieren. Also kannst du den Effekt aktivieren und dann in der Endphase eine Magic Spectre Karte von deinem Deck auf die Hand holen. Und wie gesagt, kann nicht gezielt werden und auch nicht zerstört werden von gegnerischen Karten-Effekten. Also ich habe mir sagen lassen, dass selbst wenn die Katze das Spielfeld verlässt, nachdem sie ihren Effekt aktiviert hat und also in der Endphase nicht mehr auf dem Feld ist, kommt der Effekt trotzdem durch, was ziemlich krass ist. Ansonsten ist es halt ein bisschen langsamer als die normalen Searcher, dass man halt erst in der Endphase suchen kann. Aber dadurch, dass es halt eine Magic Spectre Karte ist, egal welche, und die anderen halt zum Beispiel nur Zauber, nur Falle, nur Monster suchen, ist es schon ein bisschen krasser als die anderen. Deswegen diese kleine Einschränkung nehme ich mal an. Das Krasse an den ganzen Magic Spectre ist halt, dass sie Pendulum sind und wenn sie zerstört werden, kann man nächste Runde einfach Pendel sammeln und dann ihren ganzen Search-Effekt aktivieren. Aber jetzt zu der Katze an sich, 100 ATK, ziemlich schwach. Wenn man die normalt, wird sie leicht überrannt. Aber ich würde dir 6 von 10 Sternen geben. Einfach solide Durchschnittsmonster für die Magic Spectre. Ziemlich krasser Effekt, aber das ist halt das ganze Themendeck von denen. Also da ist halt jeder von denen ein Deneb. Dann kommen wir zu Magic Spectre Raccoon. Der ist ultra rare, auch Wind, Level 3, Pendel Skala 5, 1-2 ATK und 900 Defense, also auch sehr, sehr schwach bisher alle. Und wenn der genommen oder gespecialt wird, kannst du einen Magic Spectre Monster direkt auf deine Hand holen und nicht wie bei dem anderen erst in der Endphase. Also dem würde ich auch 6 von 10 Sternen geben. Hat einfach diesen Standardeffekt,
von den Magic Spectern. Dann kommen wir zu Magic Spectre Crow, Level 4, Pendel Skala 5, 1000 ATK, 1,5 Death. Wieder, wenn er normal oder gespecialt wird, kannst du einen Magic Spectre Zauberkarte diesmal vom Deck auf die Hand holen und dann, wie die anderen, kann er nicht zerstört werden und nicht getargetet werden durch gegnerische Karteneffekte. Auch wieder 6 von 10 Sternen, alle haben denselben Effekt, mehr oder weniger. Und alle sind überdurchschnittlich gut, deswegen 6 von 10. Dann haben wir noch als letztes Magic Spectre Fox, Level 4, Pendel Skala 2, 1,5 ATK, also der stärkste. Selbe Werte wie Deneb. Und wenn der genommen oder gespecialt wird, kannst du eine Magic Spectre Fallenkarte auf die Hand holen. Wie der Rest, 6 von 10 Sternen. Schauen wir uns mal die anderen Karten an, die wahrscheinlich etwas interessanter sind. Aber bisher ist das Deck schon ziemlich krass. 4 eigene Denebs. Dann haben wir da Magic Spectre Unicorn. Ist sozusagen das Bossmonster. Level 6, Pendel Skala 2. 2000 Defense, 2000 ATK. Und während eines beliebigen Spielzugs kannst du ein Pendelmonster wählen, das du kontrollierst, und ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, und beide zurück auf die Hand schicken. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Runde aktivieren und wie die anderen kann er nicht zerstört und gezielt werden durch gegnerische Karteneffekte. Sein Effekt ist so lala, ist halt ab und zu hilfreich, aber jetzt nicht unbedingt schlüsselentscheidend für das Deck oder für den Sieg oder sowas. Auf jeden Fall nicht unbedingt ein Effekt, das ich einem Bossmonster geben will. Und ich denke mal, einmal wird man ihn spielen, einfach für Optionen, und falls man ihn einmal im Extra-Deck hat, kann man ihn jede Runde wiederholen und dann Effekt nutzen und sowas. Also, ich würde dem einfach 4 von 10 Sternen geben. Kann nützlich kommen, aber mehr auch nicht. Ich will ihn nicht so oft ziehen. Ich will ihn eigentlich gar nicht ziehen. Einmal suchen und dann, falls man ihn braucht, und dann benutzen. Ansonsten so schnell wie möglich ins Extra-Deck kriegen und dann immer wieder nutzen. Dann kommen wir zu den Zauberkarten. Da haben sie Majestic Pegasus. Eine Spielfeldzauberkarte. Bekommen ja die meisten Themendecks in letzter Zeit ihre eigene Spielfeldzauberkarte. Und die pusht alle Magic Spectre Monster auf dem Feld um 300 ATK und 300 Death. Was die gut gebrauchen können, da die alle relativ schwach sind. Und du kannst ein Wind-Spellcaster Monster tributen und dann ein Level 4 oder niedriger Magic Spectre Monster von deinem Deck specialen. Du kannst den Effekt natürlich nur einmal pro Runde aktivieren. Aber ihr wisst, ich bin ein Fan von irgendwas aus dem Deck specialen, also der Effekt ist schon mal richtig krass. Und dadurch, dass man ein beliebiges Wind-Spellcaster-Monster tributen kann, gibt es halt die Möglichkeit, das Deck mit ein paar anderen Sachen zu kombinieren. Ich weiß jetzt nicht, was es alles gibt, aber gibt es bestimmt ein paar coole Optionen. Also ich finde die Karte sehr klasse. Ich würde dir 9 von 10 Punkten geben. Mehr kann man eigentlich fast nicht von einer Karte verlangen. Pusht die ATK, was halt eine Schwäche des Decks ist, ist sozusagen ein Searcher und eine Karte, die aus dem Deck specialt. Was richtig krass ist. Und die Magic Spectre Effekte aktivieren sich natürlich alle dadurch. Also absolut krank. Gibt dem Deck krasse Stabilität. Und 9 von 10, Mann. Was will man mehr? Dann kommen wir zu Magic Spectre Storm. Normale Zauberkarte. Kannst ein Windspellcaster Monster tributen. Und dann ein Monster von deinem Gegner zurück ins Deck mischen. Ist halt auf den ersten Blick erstmal minus 1. Du benutzt diese Zauberkarte und ein Monster, das du tributest, um ein gegnerisches Monster loszuwerden. Aber die Zauberkarte suchst du dir halt meistens. Und dadurch, dass man es ins Deck mischt, ist es eine gute Alternative zu Raigeki und Schwarzes Loch, um ein paar Effekte zu umgehen, die sich im Friedhof zum Beispiel aktivieren. Problem ist halt, im Mirror Match ist die Karte nutzlos und auch gegen Cosmo, weil die halt nicht getargetet werden können. Gegen BA oder Shadow ist halt zum Beispiel richtig krass. Die Frage ist halt, ob die Decks dann noch rumlaufen werden. Denke, einmal kann man die auf jeden Fall spielen. Ist halt super. Möglicherweise auch mehr, ausgehend vom Meta. Also ich würde dir 6 von 10 Sternen auch geben. Ist eine gute Karte, nicht überkrass. Bisschen über den Durchschnitt, also 6 von 10. Dann haben wir Magic Spectre Cyclone. Schnellzauberkarte. Kannst wieder ein Windmonster tributen. Und dann ein Monster vom Gegner wählen und es zerstören. Erinnert mich ein bisschen an Zwillingsfunke. Gemini Spark von Hero-Zeiten. Gemini Spark war halt besser, weil du dann eine Karte ziehen konntest und auch Backrow schießen darfst. Deswegen der direkte Vergleich, da ist die Karte ein bisschen schwächer. Und wie davor gesagt, Targeten ist zurzeit nicht so gut, beziehungsweise wird dann in Zukunft nicht so gut sein, und zerstören sowieso die ganze Zeit nicht, wegen den ganzen Friedhofseffekten. Also ich würde der Karte erstmal 5 von 10 Sternen geben, genau in der Mitte. Mal schauen, wie die anderen Decks so werden, wie das Meta so wird, und dann kann man die Anzahl der Zyklons variieren.
Dann kommen wir zu den Fallenkarten. Dann haben wir als erstes Magic Spectre Tornado. Die wird auch ultra rare. Und zwar kannst du ein Windmonster, Spellcaster-Monster, Tributen, wie immer. Dann kannst du ein Monster vom Gegner wählen und es banishen. Ist halt dasselbe wie der Zyklon von davor, außer dass du es halt banishst anstatt zerstörst, was schon mal ein Pluspunkt ist. Der einzige Unterschied ist halt, Cyclone kannst du auch theoretisch in deiner Grund aktivieren, aber dafür hast du eigentlich auch Magic Spectre Storm, also alles sehr, sehr ähnlich. Eins zerstört halt, eins banisht und eins mischt zurück ins Deck. Wobei das hier halt natürlich das Beste ist, weil es ein Fall ist und dann banisht. Wobei Banishen zurzeit auch nicht unbedingt das Allerbeste ist. Aber von den drei Karten jetzt gerade ist es auf jeden Fall die beste und von mir kriegt sie 6 von 10 Sternen. Die Karte ist solide, die Karte ist okay, aber jetzt nicht überkrass. Man macht minus 1, wenn man die aktiviert, also für mich einfach nur 6 von 10 Sternen. Dann kommen wir zu der Konterfalle, Magic Spectre Tempest. Wenn ein Monster gespecialt würde oder ein Monster-Effekt sich aktiviert, kannst du einen Spellcaster, Windmonster, Tributen und die Spezialbeschwörung oder den Effekt negieren und dann die Karte halt natürlich zerstören. Kannst du beliebig oft, wie du willst, in einer Runde aktivieren. Ist suchbar, also schon mal richtig krass. First Turn, einfach ein Beschwören, das Suchen, Setten, ziemlich krass. Also ich würde der Karte 8 von 10 Sternen geben. Allein die Tatsache, dass das eine Konterfalle ist, die suchbar ist und den Gegner stört, blockiert, zu hart. Man stelle sich Satella vor, wenn der eine Konterfalle suchen könnte und dann 5 Set, das wäre einfach abnormal und theoretisch könnte Magic Spectre dasselbe. Wie Satella mit den 5 Set, nur eine davon ist die gesearchte Konterfalle. Dann kommen wir noch zu dem Exceed, das ich nicht unbedingt zu dem Magic Spectre zählen würde. Magic Spectre Paladin, The Sorin Dracoslayer. Wind Level 4, Dragon, 1850 ATK, 2000 Dev und er braucht 2 Level 4 Pendulum Monster. Das ist, glaube ich, neu, zum ersten Mal, dass es sowas ist, so eine Beschränkung hat. Und wenn der Exceed beschworen wird, kannst du seinen Effekt aktivieren. Und in der Endphase ein Pendulum-Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Und einmal pro Runde kannst du eins detachen und ein offenes Dracoslayer-Pendulum-Monster von deinem Extra-Deck speziell beschwören. Wie gesagt, deswegen zähle ich den nicht unbedingt zu den Magic Spectern. Hat halt einen Search-Effekt, wenn er kommt, aber die Magic Spectre suchen eh genug. Da braucht man nicht noch mehr zu suchen und auf den zu gehen. Deswegen kriegt er von mir 5 von 10 Sternen. Genau in der Mitte, absolut neutral. Beziehungsweise, wenn man es nur für Magic Spectre betrachten würde, würde ich wahrscheinlich sogar weniger geben. Aber ich nehme mal an, er ist in anderen Decks, in diesem Dracoslayer Deck, ziemlich gut. Da würde ich wahrscheinlich ein höheres Rating geben. Aber jetzt so, einfach nur 5 von 10 Sternen. Also, das war das Deck, die Karten von dem Deck. Eigentlich nichts so überklasses. Sehr, sehr stabil, sehr, sehr solide aber. Und die Tatsache, dass halt jedes von den Monstern eigentlich ein Searcher ist und dann noch die Konterfalle suchbar ist und alles und die Pendel sind. Und die halt jede Runde zurückkommen, ist halt richtig krass. Also ich würde dem Deck 7 von 10 Sternen geben. Es ist sehr, sehr solide, aber nichts überkrasses. Es gibt viele Side-Deck-Karten dagegen, also es ist nicht unschlagbar. Aber wir werden sehen, wie krass es richtig wird, wirklich wird im Meta dann. Mal schauen, wie es sich auf großen Turnieren und so schlagen wird und wie die Leute es überhaupt spielen werden. Abhängig vom Meta und von den anderen Decks und sowas. Aber fürs Erste erstmal 7 von 10 Sternen von mir. Eine Kleinigkeit, die ich noch interessant fand, ist, dass die Zauber- und Fallenkarten nicht Magic Spectre-only sind, also sich nicht nur auf Magic Spectre beschränken, sondern Wind, Magier, falls es irgendwie starke, klasse, coole Wind-Magier gibt, kann man sich vielleicht daraus ein Deck bauen, beziehungsweise dann irgendwann in der Zukunft. Normalerweise gehe ich noch auf ein paar Support-Karten ein, aber da das Deck an sich sehr, sehr stark ist und auch eigentlich alles hat, lasse ich das erstmal und gehe nur auf ein paar Side-Deck-Karten ein, die man dagegen spielen kann. Hauptsächlich halt Anti-Search-Karten, zum Beispiel Dark Lore, klar. Oder Mistake ist auch eine klasse Karte. Dann könnt ihr halt alle nicht suchen, haben alle keinen Effekt, sozusagen. Dann auch Mistaken Arrest oder Ryo halt. Alles halt, was Searches blockt. Dann natürlich auch Skill Drain, um einfach komplett ihre Effekte zu negieren und dann kann man sie auch wieder zerstören. Dann gibt es auch noch sowas wie Poisonous Wind. Die Karte wurde ein bisschen gehypt, habe ich mitbekommen davor, wo sie halt noch Angst hatten vor Magic Spectre, aber jetzt respektiert die eigentlich irgendwie keiner mehr. Und zwar können Windmonster nicht gespecialt werden und alle offenen Windmonster verlieren 500 ATK. Also theoretisch tötet es das Deck. Vor allem, weil die Magic Spectre Zauber und Fallen nur Monster beseitigen, habe ich gerade gemerkt.
und keine Zauber oder Fallen. Was auf jeden Fall eine Schwäche von dem Deck ist. Dann haben wir noch Massive Restrict, die wird auch ein bisschen gehypt. Keine Monster, keiner kann Tributen. Und dadurch sind halt alle ihre Zauber- und Fallenkarten total nutzlos. So, das war das Deck. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick verpassen. Ihr könnt unten gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Deck haltet. Vielleicht habt ihr ein interessantes Bild für uns. Könnt ihr auch alles unten in die Kommentare posten. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Die werden auf jeden Fall die neuen Karten wieder haben. Bleibt dran für Vlogs und Videos von der Sneak. Beziehungsweise checkt die anderen Reviews von den anderen Decks aus dem Setup. Und wie immer, vergesst nicht, leidet nicht so viel.